Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich möchte euch heute das Buch von Sylvain Nouvel, Giants, Zorn der Götter, den zweiten Teil der Science Fiction. Ja, jetzt ist eine gute Frage, Dilogie oder Trilogie? Ich habe keine Ahnung, ob da noch ein weiterer Teil folgt. Wenn jemand das weiß, wäre ich sehr dankbar für einen nächsten Hinweis oder Tipp. Ja, das Ganze ist ein, ich weiß nicht, Science Fiction, Polit-Thriller, Roman, nee, Thriller, nicht, Entschuldigung, also ein politischer Science-Fiction-Roman, würde ich jetzt einfach mal so zusammenfassen. Das Cover ist wieder unglaublich gut gelungen. Ich mag also auch überhaupt dieses Buch anzufassen allein schon, ist schon genial. Ich fand den ersten Teil wahnsinnig gut. Ich bin kein Science-Fiction-Fan, möchte ich an der Stelle nochmal betonen, aber ich fand den ersten Band schon grandios. Der Schreibstil von Sylvain Nouvel ist etwas ganz Besonderes, denn er hat hier wieder in sogenannter Interviewform geschrieben. Er hat Logbucheinträge oder wie man das auch immer nennt, Einsatzprotokolle, um euch einen kleinen Geschmack zu geben. Ihr seht, die Seiten sind nicht wirklich stark beschrieben. Und das ist ein weiterer Punkt, ein weiterer Pluspunkt in dem Fall, weil man einfach so durch die Seiten fliegt. Man hat wieder viele, viele verschiedene Kapitel, die im Prinzip, wie gesagt, aus verschiedenen Interviews und Gesprächen, Dialogen bestehen, die immer mit so einem Gedankenstrich angesetzt sind. Dann, wie gesagt, Logbucheinträge, Einsatzprotokolle und so weiter. Und dadurch, dass man immer diese Abstände hat, es lässt sich so verdammt gut und schnell und flüssig lesen, dass man einfach nur durch die Seiten fliegt. Und ja, man hat auf jeden Fall jetzt 10 Jahre später in diesem Buch. Im letzten Buch ist ja die Rose, Dr. Rose Franklin, ums Leben gekommen. Und ich schätze mal, niemand guckt sich jetzt die Rezension an, wenn er den ersten Teil nicht gelesen hat. Ansonsten ist jetzt nämlich akute Spoilergefahr. Rose stirbt, sie kommt ja bei einem Unfall ums Leben in dem letzten Band. Und hier taucht sie dann ganz unter mysteriösen Umständen aber wieder ins Leben ein oder auf, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und man fragt sich so, wie geht das? Was ist mit ihr passiert? Und es werden verschiedene Theorien und Thesen aufgestellt, dass krass ist, sie weiß es selber nicht. Also, sie macht sich selber Gedanken, was ist los? Sie fühlt sich nicht mehr so wie vorher. Irgendwas ist anders. Sie hat auch keine Erinnerung mehr. Die Person, mit denen sie zu tun hatte, also dieser namenlose Mr. X, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der sie ja die ganze Zeit auch so ein bisschen anleitet und es scheint so, als hätte er so die Fäden der Welt in der Hand und könnte eigentlich, ja, über alles regieren, bestimmen und hat da total die Connections auf der ganzen Welt. Selbst der kann ihr nicht so richtig einen Einblick geben oder will es nicht, je nachdem. Sie ist auf jeden Fall, also völlig deplatziert fühlt sie sich. Und sie ist auf jeden Fall jetzt dabei, dem Roboter, den man ja damals gefunden hat, in Einzelteilen, er wurde zusammengebaut, jetzt haben sie ihn auf Temis getauft übrigens, ja, weiter zu forschen, was hat es damit auf sich? Denn sie sind eigentlich nicht wirklich viel was weitergekommen. Die beiden Piloten, Kara und Vincent, sie beide können ja nur den Roboter sozusagen steuern von innen. Und sind dann sehr schockiert, als plötzlich in London ein zweiter Roboter auftaucht. Und dieser Roboter steht einfach nur da. Er macht nichts, er bewegt sich nichts, er bewegt sich nicht. Und es ist auch kein Rankommen an ihn möglich. Also er scheint irgendwie ein Energiefeld um sich zu haben. Das heißt, wenn Vögel in seine Nähe kommen oder wenn es regnet, prallt alles in einem gewissen Abstand von diesem Roboter ab, von dieser Maschine. Also nichts berührt ihn tatsächlich. Und ja, die ganze Welt ist so ein bisschen in Anspannung und Sorge, noch nicht in Panik, kommt noch, versetzt, weil man nicht weiß, was ist jetzt eigentlich los im. Gibt es jetzt eine Invasion der Aliens? Was passiert? Und kann vielleicht Temis da sogar weiterhelfen? Und sie wollen versuchen, Temis von ja, Amerika, er ist ja dort irgendwo stationiert. Ich weiß gar nicht, ob das noch auf dieser Insel war oder New York, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls wollen sie ihn nach London schicken, um zu gucken, ja, ob er darauf reagiert, auf diesen anderen Roboter. Sehen sie ihn als Feind? Sehen sie ihn als Freund? Man weiß es nicht. Und ja, es passieren wieder so viele unerwartete Dinge. Es passiert auch etwas ganz, ganz furchtbar Schlimmes in diesem Buch, wo ich wirklich gedacht habe, ach nee, bitte nicht. Ja, also ich musste nicht weinen, aber es hat nicht mehr viel gefehlt, glaube ich, weil ja, also was es genau war, werde ich natürlich nicht nennen. Aber ich sage auch immer, wenn eine Tür zugeht, geht eine nächste wieder auf.
Ich mag die Charaktere unglaublich gerne. Ich mag diesen unbekannten Mr. X, was es damit auf sich hat. Die psychopathische Elissa taucht hier übrigens wieder auf. Das ist diese verrückte Genetikerin, die ja damals untergetaucht ist in dem ersten Band. Und ja, warum die dann wieder in so Leben kommt, beziehungsweise hier in diesem Buch auftaucht, das ist auch noch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr spannend. Ich kann nur für meinen Geschmack sagen, gibt es irgendwann noch mal einen dritten Teil, werde ich ihn mir definitiv besorgen, keine Frage, weil es ist zwar ein abgeschlossenes Ende gewesen, dennoch könnte ich mir vorstellen, dass noch ein dritter Teil kommt, weil es gibt noch so ein paar kleine, winzige Ungeklärtheiten. Aber ich würde es mir auch irgendwo innerlich so ein bisschen wünschen, dass noch ein weiterer Teil aufkommt. Ja, ich finde, als Nicht-Science-Fiction-Fan, war ich hier unglaublich geflasht. Es hat mich super gut unterhalten, spannender und besser als jeder Actionfilm, der abends irgendwie im Fernsehen läuft. Ich habe total wieder mitgefiebert mit den Protagonisten. Es war trotz, dass es Science-Fiction war, irgendwie alles so glaubhaft und echt, und die Charaktere haben wieder, also es waren nicht irgendwie so oberflächliche Charaktere, sondern man hat auch wirklich jetzt in dem zweiten Teil wieder so gemerkt, dass man wieder noch näher dran war, weil es halt auch schon ein zweiter Teil ist, diese ganzen bekannten Figuren, man hat ja irgendwie schon so eine gewisse Verbindung auch zu denen aufgebaut, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, ich für meinen Geschmack kann nur sagen, guckt euch dieses Buch gerne näher an, aber natürlich zuerst den ersten Teil, das ist klar. Aber schreibt mir auch gerne mal eure Meinungen in die Kommentare, falls ihr dieses Buch schon gesehen habt, falls ihr es euch ja durchgelesen habt. Ja, ich fand es auf jeden Fall super, super empfehlenswert und ich kann es definitiv nur weiterempfehlen. Ja, also das war's jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. An der Stelle danke ich wie immer fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.